Moin Leute, Winterzeit ist Werkstattzeit und heute wollen wir an die Greifschaufel dran gehen. Letztes Jahr habt ihr schon gesehen, hatte ich die Kockschaufel, neue Schürfleiste eingeschweißt gehabt, weil die total verschlissen war und so schaut das hier auch aus. Also das war eigentlich auch schon der Plan, das letztes Jahr zu machen. Hier sieht man, das ist schon hochgefranselt. Bisschen was von der Verschleißleiste ist noch da, aber hier sind auch diese Stabilisierungsstege. Ja, die gucken schon über die Leiste hinaus, wenn man das genau sieht. Ja, deswegen wollen wir das heute machen. Und hier auf dem Boden liegt auch schon unser Austauschmaterial. Und Niklas, du kannst gerade mal mit anfassen. Wir halten das mal hier dran. Das ist auch wieder hier Hardox-Stahl. Und wir müssen natürlich das Ganze hier so dran machen, dass wir hier vorne wieder möglichst nah an die Schneide kommen. Ne? Von der Breite her, wie sieht das aus? Ja, passt. Passt, ne? Und ja, das wird hier angeschweißt. Ich habe gerade überlegt, eigentlich hatte ich das ja bei der Kockschaufel so gemacht. Ich hatte hier alles weggetrennt, ja, das alles rausgeschnitten und hatte das dann neu eingeschweißt. Aber hier, die neue Leiste ist gar nicht breit genug, um das hier komplett rauszutrennen, dann müssten wir hier wegmachen. Jetzt ist die Überlegung, ob ich hier einfach nur die Kante gerade mache und das mit runter schweiße. Dann schleift, wenn man auf dem Boden ist, vorne nur die Kufe und nicht die ganze Schaufel. Man hat zusätzlich das alte Material hier komplett sozusagen als Verstärkung. Ja, und das werden wir jetzt einmal machen. Gucken wir mal, ob wir das heute schaffen oder ob wir heute anfangen, morgen fertig machen, je nach Motivation. Und dann haben wir noch den Hofleiter zu machen und noch für zwei andere Schaufeln. Aber das würde ich sagen, wird wahrscheinlich auch wieder mit etwas Verzögerung passieren. Alles klar. Ja, wir haben das jetzt einmal hier angehalten und wir werden es tatsächlich so machen. Hier kann man es schon erkennen. Ich schweiße die neue Leiste drunter, dann kommen wir nämlich weiter raus. Und die Zinken sind ja schon ein bisschen verbogen. Und dann hat man auch noch das alte Material. Ja, ich gehe jetzt hin, werde hier die Kante einigermaßen gerade flexen. Und dann kann man das schön anheften und dann schön dick durchschweißen. Genau. Das werde ich jetzt einmal machen. Ich glaube, ich hole mir noch schnell Ohrenschützer, weil das hier ein bisschen rappeln wird. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich bei der letzten Aufnahme gezeigt hatte. Auf jeden Fall haben wir es hier rausgeflext und ich habe die Schürfkante hier schon mal geheftet und ich habe sie auch schon von der Rückseite verschweißt, wie man hier sehen kann. Und jetzt werde ich die Vorderseite verschweißen und so wird das dann schön am alten Material heften. Wie gesagt, hier die Stege, ja, die verlängere ich noch wegen der Stabilität und auch hier an der Seite. An der Seite wird man hier noch ein bisschen eine Verstärkung vielleicht hinmachen am besten. Ja, aber dann ist das, denke ich, wieder ganz ordentlich. Ja, heute mache ich das Ganze mit Schutzgas. Letztes Mal habe ich es mit Elektrode gemacht. Aber tatsächlich ja, reichen mir die Elektroden nicht, weil es eine Spontanaktion war. Und heute geht auch kein Wind. Ja, letztes Mal war auch das Problem. Es war ein bisschen stürmisch draußen. Und dann weht es mir auch den Wind nicht weg. Also mache ich es heute mit Elektrode. Und vielleicht stelle ich die Kamera jetzt einmal hin, dann könnt ihr da ein bisschen Zeitraffer sehen. Genau. Vorhin, ich hatte erst hier von der Seite geheftet und hier kann man es sehen, ist es weggeplatzt. Und da durch die Erhitzung vom Material ist tatsächlich in zwei von den Heftnähten gerissen. Deshalb habe ich auch zuerst von hinten geschweißt. Wenn ich zuerst von vorne geschweißt hätte, wird sich das Material ja ausdehnen. Dann wird es hier vorne die Schürfkante so ein bisschen anheben. Deshalb habe ich von hinten geschweißt, nachdem ich geheftet habe. Dann wird sich, wenn dann nach unten wegziehen, aber die Nähte, wie gesagt, bis auf zwei, haben das auch ausgehalten. Okay, ich stelle euch hin und dann dürft ihr mir zuschauen. We'll be right back.
So, ich muss jetzt gerade mal Pause machen. Das geht mir ziemlich ins Handgelenk, das Schweißen gerade. Und der Akku wird bei der Kälte hier auch nicht so ewig halten. Ja, ich habe jetzt hier das ziemlich durchgeschweißt und habe zuerst mal unten quasi eine Naht in die Kehle gesetzt und habe ein bisschen rumprobiert. Also hier habe ich jetzt quasi nochmal zwei Nähte drüber gemacht, dass es auch einen besseren Übergang gibt zur Originalkante. Ich denke, das sieht hier ganz gut aus. Klar, ist nicht perfekt. Dann habe ich hier probiert, eine dicke Naht zu machen. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Da gehe ich auch nochmal drüber, dass das sauber wird. Und rechts, da hatte ich das Ganze probiert, nicht ziehend, sondern stechend. Jo, das ist jetzt auch keine neue Schaufel. Und wie gesagt, hier, ich habe das auch nicht perfekt weggeschnitten. Deswegen gibt es Stellen, wo man mehr Material drauf schweißen muss und weniger hier in der Mitte. Weil das hier schon mehr verschlissen ist, da ist auch die alte Schürfkante dünner, da ist sie dicker. Ja, von daher werde ich da jetzt nochmal drüber brutzeln. Wenn es fertig ist, zeige ich es euch vielleicht nochmal, aber dann kann Dominik hier wieder schön Futter laden. So, letzten Sonntag hatte ich ja hier die Verschleißkante neu eingeschweißt. Bin dann nicht dazu gekommen, das Video fertig zu machen. Akku war auch leer. Deswegen zeige ich euch jetzt mal. Dominik hat das Ganze schon ein bisschen im Einsatz gehabt. Ist dann auch schön blank. Ja, so schaut das aus. Eine wunderschöne Hardox-Verschleißkante. Auf der Rückseite habe ich jetzt erstmal nur eine Schweißnaht hingelegt. Ich wollte eventuell hier noch die Stege verlängern. Wobei ich auch überlege, ob das überhaupt noch notwendig ist. Ja, und ich habe hier das abgenutzte Material wieder ein bisschen aufgeschweißt. Hat mir eine minimale Stabilisierung nach vorne. Hier könnte man jetzt halt noch was drüber machen, ob ich dann am Ende mache. Ich glaube, es hält auch so. Ja, mit dem Schweißen habe ich ein bisschen rumexperimentiert gehabt. Ich habe hier zum Beispiel drei Lagen drüber gelegt. Beim anderen hatte ich es probiert, mit zwei zu machen. Das sah aber irgendwie ein bisschen doof aus. Also hier, dieses Drittel sieht deutlich am schönsten aus. Da hatte ich dann hier noch mal ein bisschen was drüber gemacht, dass man einfach noch ein bisschen mehr Material aufgetragen hat. Und ja, insgesamt denke ich, ist das hier natürlich in Sachen Erneuerung ein gutes Beispiel, dass man eine Schaufel hier immer wieder aufpäppeln kann, auch wenn die schon 10, 12 Jahre alt ist. Wie gesagt, die Originalverschleißleiste ist drin geblieben. Das Ganze ist noch ein bisschen nach vorne verlängert, weil die Zinken auch teilweise ein bisschen nach hinten gebogen waren. Und Dominik hat schon gesagt, funktioniert super gut, es fällt lange nicht mehr so viel Mais raus beim Laden. Und das war auch natürlich einer der Hauptzwecke, weil natürlich bei einer abgenutzten Verschleißkante auch vorne dann Material runterfällt. Jo, so viel dazu. Und dann geht es jetzt auch gleich schon weiter.
So Leute, jetzt auch nochmal drei Worte aus der Kabine. Lukas hat eben schon ein paar, glaube ich mal, wage ich mal zu behaupten, ein paar coole Aufnahmen von außen gemacht. Ja, wir sind hier heute am Flügen. Ich habe hier nochmal den 5-Star-Flug von unserem Kollegen Alex mir ausgeliehen. Gab es ja schon in einigen Videos zu sehen. Querneland 5-Star mit Steinsicherung und als Vario-Flug. Das bedeutet, ich kann die Arbeitsbreite, die Schnittbreite hydraulisch einstellen. Ich fahre jetzt nicht ganz breit, so ungefähr ein Dreiviertel Breite, weil es so ein bisschen schöner fällt und sich auch gar nicht so einfach ziehen lässt teilweise. So passt es eigentlich ganz gut. Ja, der Boden fällt echt ganz schön, kann man nichts sagen. Wir sind hier auf dem Acker, der heißt Lehmkaut, so nennen wir den. Das bedeutet halt, wir haben hier einen etwas lehmigeren Boden. Für unsere Verhältnisse, das ist halt immer noch sandiger Lehm, lehmiger Sand, sowas. Teilweise auch etwas unterschiedlich hier in dem Schlag. Genau, wir hatten jetzt die letzten Tage, hatten wir echt teilweise gut Minusgrade, minus 5, 6 Grad. Da wäre es vielleicht nochmal, ja, was heißt unbedingt schöner gegangen, aber da wäre auf jeden Fall der Boden weiter gefroren gewesen. Heute Nacht hatten wir auch nochmal ein bisschen Frost, aber nicht mehr ganz so stark. Ich bin aber die Tage einfach nicht zum Flügen gekommen. Wobei ich sagen muss, ich hatte vorhin heute Morgen hier, habe ich den Acker hier noch gepflügt, hatte ich auch zwei Ecken dabei, die sind immer etwas nässer und hoppla, vor lauter Reden, jetzt ganz vergessen den Flug zu drehen. Ah, kann ich dir mal kurz zeigen, hier sieht man auch nochmal das Vario-System, ne? Also hier habe ich meine eingestellte Schnittbreite, wenn ich jetzt drehen will, fährt er erst nochmal komplett zusammen, damit einfach die Boden freigegeben ist beim Drehen. Und dann dreht er und dann fährt er auch automatisch wieder auf die eingestellte Arbeitsbreite aus. Was wollte ich sagen? Ja, ich hatte heute Morgen zwei Ecken dabei. Die sind immer etwas nässer. Und da war es tatsächlich noch so stark gefroren, dass der Flug teilweise Schwierigkeiten hatte, wirklich reinzuziehen. Wobei man auch sagen muss, dass die Scharspitzen hier auch mal wieder neu müssten. Aber sonst hier funktioniert das ja alles noch spitze. Genau, also man merkt hier, der Boden ist unten drunter immer noch teilweise gefroren. Oben drauf sieht man an den Reifen jetzt hier, wieder leicht, jetzt schmierig. Aber alles noch im grünen Bereich, hier sieht man es ja. In der Flugfolge sieht es aber gut aus, es verschmiert hier nichts unten drin. Das ist ja im Endeffekt das Wichtigste. Und sonst passt das eigentlich soweit. Genau, warum fliegen wir die Äcker hier jetzt? Also wie man jetzt sieht, hier stehen ja sogar noch Stoppel. Das ist ja normal nicht so unser Ding, sage ich jetzt mal. Also das habe ich eigentlich nicht so gerne. Aber der Acker hier sieht man vor allem hier unten, wo es nicht mehr so grün ist. Das war im Oktober für unser Kürbisverkauf, Maislabyrinth, für unsere Veranstaltungen da. Über den ganzen Oktober war das hier der Parkplatz. Deswegen haben wir ja auch teilweise Ecken dabei, die extrem verdichtet sind. Wir werden jetzt diesmal, letztes Jahr haben wir auch mit dem Tiefenlockerer gearbeitet. Wir werden es dieses Jahr jetzt einfach nur mal pflügen. Ich denke, das sollte eigentlich dann passen. Man merkt die Verdichtung auch extrem beim Pflügen. Da geht es ordentlich mit der Geschwindigkeit nach unten. Aber ist ja auch verständlich, wenn da so viele Autos drüber gerollt sind. Ne? Genau, deswegen werden die jetzt gepflügt. Und deswegen haben wir hier auch Stoppel gelassen, weil es einfach im Sommer zu trocken war. Der ursprüngliche Plan wäre gewesen, wenn genug Wasser da gewesen wäre, hätten wir den Stoppelacker bearbeitet. Hätten direkt nach der Ernte Gras eingesät und da hätte man dann auch dass man dann schon wieder eine richtig schöne Matte hat und vor allem auch ein gutes Wurzelwerk, damit halt die Parkplätze länger auch bei feuchterem Wetter, weil der Oktober ist ja nicht immer gerade so optimal mit dem Wetter in den meisten Fällen, halt auch länger, dass die Parkplätze dann auch länger halten. War aber einfach nicht möglich, weil es einfach viel zu trocken war. Wenn wir da bearbeitet hätten und Gras ausgesät hätten, das wäre überhaupt nicht aufgegangen bis in Oktober, beziehungsweise wäre es vielleicht aufgegangen, aber wir hätten nicht den gewünschten Effekt. Deswegen haben wir dann einfach die Stoppeln stehen lassen. Hier sieht man zum Beispiel, hier war so eine Hauptfahrt. Hier, da haben wir dann mit Stroh auch viel gearbeitet. Ne? Also haben dann, da wo viele Autos immer fahren mussten, haben wir dann Stroh verteilt, weil das hat dann echt tatsächlich die Oberfläche, das Ganze relativ gut übertragen. Aber das hat alles immer nur bis zum gewissen Grad gepasst. Dieses Jahr war einfach vom Wetter her kein guter Oktober für uns, weil es dann einfach zu schnell zu viel nass wurde.
und wir dann Schwierigkeiten hatten mit den Parkplätzen. Aber hat trotzdem alles ganz gut geklappt. Waren wieder mega viele Leute da und das ist die Hauptsache. Den anderen Acker, den ich euch eben gezeigt habe, also da hinten dran, das war der Kürbisacker zum Selbstpflücken. Also wir hatten ja dieses Jahr auch wieder 3 Äcker insgesamt mit Kürbissen. 2 davon haben wir halt nur komplett selbst beerntet für die ganzen Vorbestellungen, für die Kürbisse auf dem Hof und so weiter. Und das hier war eben der Acker, der zum Selbstpflücken gedacht war. Da sind halt auch extrem viele Leute drüber gelaufen. Die ganzen festen oder die ganzen meist benutzten Laufwege waren halt auch extrem festgetreten. Und bei den Kürbissen halt generell ist halt der Unkrautdruck extrem hoch. Es war eine komplett grüne Matte, weil da halt einfach während die Kürbisse ausgesetzt oder während die Kürbisse wachsen sind, einfach kein Pflanzenschutz stattfindet oder nur bedingt. Und deswegen ist das da auf jeden Fall kein Schaden, das zu pflügen. Ob wir das ja nochmal ein bisschen mehr pflügen, weiß ich nicht. Wir haben auch schon überlegt, ob man noch in einem oder anderen Zwillingsfruchtacker mal wieder pflügen. Ihr wisst ja, wir machen ja das meiste fluglos. Aber wir gucken dann schon, dass alle paar Jahre mal wieder alle Äcker gepflügt werden irgendwie. Ja, müssen wir mal gucken. Und eventuell noch der andere Acker, wo auch noch für Kürbisse geplant ist dieses Jahr, dass wir da auch noch was machen. Das müssen wir uns nochmal überlegen. Jetzt mache ich erstmal das hier. Hier in den Acker, wo ich gerade am Pflügen bin. Wie gesagt, da war ein Parkplatz drin und da soll jetzt in diesem Jahr sollen da die Kürbisse rein. Also das wird auch wieder der Acker sein, wo dann die Leute selbst ernten können. Und dann gibt es auch nochmal einen weiteren Acker Kürbisse, dass man dann insgesamt auch hoffentlich genug haben. Hoffentlich auch mit mehr Regen dieses Jahr. Letztes Jahr war die Kürbisernte ja vom Ertrag her bescheiden. Aber wie so vieles im letzten Jahr. Ne? Aber kann ja nur besser werden. Genau, nee, also läuft eigentlich ganz gut hier. Ich muss manchmal ein bisschen spielen hier mit der Höhe etwas, wegen den Verdichtungen und so weiter. Ich muss auch sagen, also wie gesagt, ich habe hier nur ein 800 Kilo vorne drin. Der Flug ist relativ schwer aufgrund von der Steinsicherung und halt weil es ein Vario-Flug ist, kostet alles Gewicht. Aber das lässt sich echt super schön fahren mit Maxim hier, passt ganz gut. Wie gesagt, ein bisschen schwererer Standort, 8 km/h. Hier zieht es leicht berghoch, man erkennt das kaum. Bergrunter schaffe ich auch ein bisschen schneller. Jo. Also, ich ziehe jetzt mal noch ein bisschen meine Bahnen. Und dann sehen wir uns bei irgendwas anderem. Ich weiß noch nicht, bei was. Achso, was ich eben noch erwähnen kann. Weil das Video war damals auch ganz gut angekommen. Und das ist ja auch vielleicht für manche ganz interessant. Wir haben mal ein Video gemacht, wir haben im alten Maxim auch mit dem Flug hier, oder hatte ich gemacht das Video, wo es um die Flugeinstellung geht, auf was man so achtet oder auf was ich so achte. Das könnt ihr euch, wenn ihr da Interesse habt, gerne mal reinziehen. Findet ihr irgendwo auf unserem Kanal. Können wir ja gegebenenfalls auch einfach mal hier verlinken unter dem Video. Weil wie gesagt, ich denke, das ist, jo, macht jeder vielleicht ein bisschen anders. Es gibt zwar die optimale Lösung, aber ist vielleicht für jeden mal interessant, den das mal interessiert oder sowas. Wollte ich nur noch mal eben kurz erwähnen. Also hier am Vorgewende, nur noch mal ganz kurz, hier sieht man es auch. Ne? Das wird oben drauf, wird jetzt schon langsam schmierig hier. Sieht man jetzt vom Rumdrehen. Aber an sich in der Flugfurche, ich kann ja mal nur noch mal hier rüberfahren. Ich meine, hier vorne ist sowieso immer nässer, ne? Sieht das eigentlich ganz gut aus. Der Boden ist auch unten drin wirklich noch hart. Ne? Also man denkt das kaum, aber durch die ja jetzt tagelang immer so minus 5, 6 Grad, das macht sich dann irgendwann schon bemerkbar. Ne? Gut, alles klar. Bis dahin.
are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. Cause you gave me your heart. So Freunde, es ist fast genau ein Jahr her, dass wir den Schleppschlauch an das BSA-Fass dran gebaut haben. Ja, hat ganz gut funktioniert. Wir haben den im ersten Jahr allerdings gar nicht so viel genutzt, weil wir ja noch das Joskin-Fass da hatten, was wir wegen dem Agrar-Heute-Test hier ist oder immer noch hier steht. Und aber in den Einsatzstunden, die wir gemacht haben, hat es technisch, sage ich mal, ganz gut funktioniert. Allerdings haben sich auch ein paar Schwachstellen aufgetan. Zum einen hier. Die Vierkantrohre hier, da war eins davon an der Schweißnaht gebrochen, das war auch sehr dünnwandig. Deswegen haben wir da uns dickere Platten machen lassen. Das ist jetzt auch deutlich stabiler. Dann zum anderen die Schläuche. Hier die grünen Gülleschläuche, die sind teilweise einfach zu schwach gebaut. Das heißt, die brechen wegen den Vibrationen. Kann man hier sehen, ist auch wieder gebrochen. Hier unten am Bogen, wo halt Belastung drauf ist. Und auch hier oben die Querrohre, die dann zu den Schnecken gehen, haben wir beide kürzen müssen, weil die durch das Gewicht der Gülle einfach auch gebrochen sind. Deshalb werden wir jetzt dieses Rohr hier abbauen und da im Schuppen, da liegt dieser dickere schwarze Gewebeschlauch und den werden wir stattdessen da ranpacken. Außerdem müssen wir uns irgendwas überlegen, dass der Mischerverteiler noch weiter nach hinten kommt, weil so wie das aktuell ist, saut der das komplette Gestänge ein, das komplette Fass. Das heißt, der sitzt ja ungefähr hier, ja, und irgendwie müssen wir das Ding sicherlich, bestimmt noch einen halben Meter zurück machen. Das ist irgendwie saublöd, ja, aber anders ist irgendwie auch blöd, ja, wenn das dauernd oder permanent hier eingesudelt wird, das ist auch nichts. Ja, deshalb werden wir uns das jetzt eben heute mal ein bisschen zur Aufgabe machen. Ich werde mal gucken, ob wir wegen dem Mischerverteiler hier vielleicht etwas bauen, dass man den hier und auf der anderen Seite reinsteckt und den Bolzen festmachen kann als Stabilisierung, weil das natürlich hier nochmal ein deutlich anderer Weg ist, als wenn der hier festgemacht ist. Das heißt, hier die Vorrichtung, die müssen wir wieder abändern. So ganz schlau bin ich noch nicht, wie wir das machen, aber irgendwie werden wir es wohl hinbekommen. Okay, jo, dann werden wir jetzt erstmal hier den Schlauch abmachen. Ich habe den ein bisschen eingeflext hier oben, dass der besser runter geht. Und dann sollte das hier jetzt auch flutschen. Notfalls machen wir ein bisschen warm Wasser wieder drauf. Ja, da kommt er. So. Genau. Und was wir zusätzlich machen, wir machen hier unten ein Bogenstück dran, dass der nicht mehr so lange nach hinten steht, sondern dass wir da einen Bogen haben und der Bogen 90 Grad da hoch geht, dann ist die Belastung auf dem Schlauch auch nicht mehr ganz so groß. Okay, hier das müssen wir jetzt auch noch abbauen und dann müssen wir ein bisschen überlegen, wie wir das mit dem Mischerverteiler anstellen. So, wir kümmern uns jetzt zuerst um den Mischer, ich habe den schon mal hingehängt. Wir werden jetzt Folgendes machen. Ich habe hier ein Vierkantrohr, das passt zumindest mal von einer Seite hier drauf. Da werde ich zusammen quasi mit diesem Winkel hier einen Schuh bauen, dass man das hier drauf stecken kann. Und da wird so ein Rohr von links nach rechts kommen. Und an dieses Rohr wird in der Mitte dann, das habe ich hier schon gebaut, so eine Klammer wird an dieses Rohr dann die Halterung für den Mischerverteiler drankommen. Genau. So, und somit wird der nach hinten versetzt ein ganzes Stück. Sieht zwar scheiße aus, aber lieber scheiße aussehen als scheiße überall hier hängen haben. Und jetzt haben wir leider festgestellt, dass hier oben der Flansch für den neuen schwarzen Schlauch irgendwie zu klein ist. Ich weiß gar nicht, was wir uns da
was wir uns da ausgedacht haben oder so. Irgendwo an irgendeiner Stelle haben wir uns vermessen bei der Bestellung. Auf jeden Fall kann ich den Schlauch jetzt tatsächlich nicht erneuern, aber dann machen wir jetzt zuerst mal mit dieser Mischergeschichte weiter. Okay, auf zur Werkbank. Kann ich euch erst mal zeigen, wie ich mir das gedacht habe. So, jetzt sollte das Teil hier genau so drauf passen und das schweißen wir dann auf dieses Winkeleisen drauf, ja, dass das so rein kann, und dann wird das einmal einfach mit einer Schraube, Schrägstrich, wir nennen es dann Bolzen, gesichert. So, hier könnt ihr sehen, wie man sich das ungefähr vorstellen kann. Das wird da reingeschoben. Die Hauptlast wird hier von dem Winkeleisen getragen. Hier mache ich dann später noch eine Verbindung, dass ich das nicht auseinanderbiegen kann. Jo, und dann kann man schön den Mischerverteiler da einführen. Jo, das werde ich jetzt einmal hier anschweißen. So, dann probieren wir das mal aus. So, mittlerweile ist es dunkel und hier habe ich jetzt das Rohr und habe die Schuhe da schon mal dran geheftet. Und ich werde das Ganze jetzt hier probieren, einmal dran zu schieben, ob es auch funktioniert, beziehungsweise ob es richtig reinpasst. Deswegen stelle ich euch hier mal auf. Ah, Dominik, hast du die Kamera übersehen, hä? Domi ist gerade vorbeigelaufen und war, glaube ich, ein bisschen irritiert. So, ich stelle mal die Kamera hier hin. Hält das so? Ja, ich glaube. Gut. Okay. Und jetzt, bevor wir das voll verschweißen, führen wir das hier ein. Ha, Schraube geht rein, wie ein Gedicht. So, dann hier auch nochmal nach. Ja. Oh oh, irgendwo klemmt's. Ah, es war wahrscheinlich ein kleiner Grat vom Schweißen. So. Der Moment der Wahrheit. Sitzt. Sitzt auch. Jawohl. So, ist zwar dunkel, aber das sollte stabil sein. Da haben wir gleichzeitig quasi Art Anfahrschutz nach hinten. So, und jetzt muss verschweißt werden und dann mache ich hier wahrscheinlich eine Schelle dran, wo man dann den Mischer ja, dran machen kann. Und natürlich ist er dann hier hinten, quasi ganz hinten am Fass, aber dann sollte der Verteiler nicht mehr ganz so voll gespritzt werden. So, ich bin schon ganz guter Dinge, dass das auch funktionieren wird. Ich suche jetzt mal eine Schelle und dann wird noch geschweißt. I hold you close in the night.
So, the next day. Und hier kann man sehen, ich bin gestern Abend schon ganz gut vorangekommen. Die Stange hier, die passt, gibt auch kaum nach. Oh oh. Und der Mischerverteiler, der ist auch schon hier drauf. Und wie man sehen kann, ohne den Flansch kippt er weg. Ups. So. So gehört das. Habe ich hier mit alter Stalleinrichtung. Also ich kann jedem nur empfehlen, Stalleinrichtungen von De Laval kann man für alles umfunktionieren. Das ist auch nicht schlimm, dass der sich wegdreht, denn sobald hier das Zwischenstück dran hängt, hält das. Und hier sind eigentlich nur die Pendelkräfte vom Verteiler zu tragen. So, und hier geht es jetzt eben um das Zwischenstück, was fehlt. Und das habe ich quasi auch schon fast fertig. Ich zeige es euch einmal. Ich mache einmal hier noch Licht an. Ja, und zwar habe ich hier einen Flansch gebaut. Das ist hier das alte Abgangsstück aus dem Fass raus, wo früher der Mischer dran ging. Und da habe ich eine alte Güllekupplung. Und damit ich hier nichts kaputt machen muss, ich habe noch irgendwo so einen alten rostigen Flansch gefunden. Der war ein bisschen vom Innenloch zu groß, habe dann hier einen Ring gebogen aus Baustahl und habe das quasi wie ein Reduzierstück hier drauf geschweißt. Das sieht ganz gut aus, denke ich, von innen auch. Ja. Und das ist das Zwischenstück, was quasi jetzt da zwischengesetzt wird. Hier gucke ich mal noch, ob ich eine Dichtung finde. Ansonsten baue ich eine Dichtung erstmal aus altem Reifenschlauch. Schön in Bauernpfusch-Manier. Jo. Und dann ist das mit dem Mischerverteiler eigentlich schon bereit. Dann kann Dominik morgen starten mit der Kacke. Hier sieht man nur, es ist ein kleiner Höhenunterschied. Die Klammer, die hier den Schlauch hält, die werden wir ein ganz klein bisschen höher setzen. Ja, und dann passt das auch. Das ist kein Problem. Und dann haben wir hier zumindest mal auch eine Vorrichtung, die stabil ist, die man schnell abnehmen kann. Und dann hoffen wir, dass der Verteiler das Fass hier nicht mehr ganz so einsauen wird. Ja, das macht dann ein bisschen mehr Spaß. Okay, ja, ich werde jetzt noch Zinkspray draufpacken auf den Flansch. Dann werde ich das hier gleich mal probemäßig dran bauen. Ja, mal gucken, vielleicht könnt ihr mir dazu gucken. So, das wird unsere Dichtung. Leider haben wir nämlich keine mehr da. Das ist ein altes Gummi, ist schon ein bisschen hart, aber es wird seinen Zweck tun. Da ist meine Hand ein bisschen breit. So. So. Nicht schön, aber gut. So, jetzt bauen wir da die Löcher rein. Ich mache das noch ein bisschen schöner, dass es nicht so franselig ist. Dann haben wir auch eine Dichtung hier. So, meine Damen und Herren, es ist vollbracht. Wir sind fertig. Der Mischerverteiler ist hier dran. Ja, und dann kann Domi morgen starten in die Gülle-Saison. Wie schaut das Ganze aus? Hier ist jetzt der Mischerverteiler. Und ja, das ist das Zwischenstück, was ich da heute Morgen gebaut habe. Hier der Flansch, das habe ich ein bisschen mit Rostschutz grundiert und lackiert. Ist mittlerweile auch fest, dass das vielleicht nicht ganz so schnell gammelt. Rostig wird es irgendwann eh. Hier dieser uralte Perrott-Verschluss, der hier sogar passt. Und dann geht es hier weiter an den Mischerverteiler. Ja. Hier ist unsere Arretierung. Da kann man den theoretisch auch tiefer stellen. Wobei ich habe jetzt extra nochmal neue Löcher gebohrt, dass er höher kommt. Da kommt noch eine Schraube rein. Und hier noch eine kleine Verstärkungsblech, weil dieser Halter im Prinzip das Linkspendeln, Rechtspendeln abdämpfen muss. Ja. Und das ist da schon ein bisschen Kraft, die da drauf wirkt, wenn der Gülle da durchschießt.
Eine Sache noch, hier wird noch ein Loch gebohrt, dass man den hier verschrauben kann. Ja, und dann war es das auch schon. Dann soll Dominik erstmal mit dem Mischerverteiler fahren. Wir müssen dann hier schleunigst einen neuen Schlauch bestellen. Und dann werden wir auch den Schleppschlauch wieder in Gang setzen. Jetzt kommt gerade Kevin gefahren. Und der Sebastian, aka Maschinenmafia Pfalz. Sonntagstour für die. Ja, der Sebastian hat übrigens unseren New Holland gekauft. Maschinenmafia Pfalz, könnt ihr bei Instagram gucken. Da seht ihr den Traktor auch nochmal. Genau. Jo, das war's hier aber. Wir machen an der Stelle Schluss und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog.